haben. Wir sind heute hier in Berlin sonnig in den Tag gestartet und dann zog es ein bisschen zu. Ich hoffe, ihr hattet auch einigermaßen tolles Wetter heute. Ganz zu warm war es ja nicht. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe wieder einen tollen Gast eingeladen. Ihr habt ihn vielleicht am Sonntag schon gesehen bei Stefan Mrossin, immer wieder sonntags. Heute hier bei mir der Comedian Roberto Capitoni. Hallo Roberto. Hallo nach Berlino. Roberto, wo rufe ich jetzt gerade an? Du wohnst in Lahnstein bei Koblenz. Bei Koblenz, genau. Am schönen Rhein und an der Mosel. Und, also bist du denn auch Weintrinker, wenn du in so einer Weingegend wohnst? Nee, eher. Ich bin ja gebürtig aus Isny im Allgäu. Mhm. Schwabe auch noch. Halb Schwabe, halb Italiener. Und da habe ich halt immer viel. Ich bin eher dem Bier zugetan. Aber ein starker Rotwein geht auch. Welches Bier trinkst du denn gerne? Nicht die herben Sachen, also so Jever oder Becks oder so, nicht eher so süßliche, eher so ja, Weizenbier ist eigentlich mit mein Zeugs. Oder Kölsch. Kölsch ist ja auch eher süßlich. Ne? Kölsch geht auch. Kölsch. Ich habe ja 17 Jahre in Köln gewohnt, also ich bin also Kölsch ist auch super, das läuft. So ein frisch gezapftes Kölsch, perfekt. Das ist fein. Das gehe ich am Wochenende auch wieder hier in Berlin trinken. Das ist immer Berlin sehr. Trinkst du Kölsch? Ja, auf jeden Fall. Ich war jetzt schon so viele Wochen nicht mehr in Köln, deswegen muss ich mir das Gefühl wieder ein bisschen hierher holen. Ja, muss man praktisch mal wieder. Ja, du bist ja sonst immer in den Studios unterwegs und es fehlt dir natürlich genauso wie mir, oder jetzt? Ja, absolut. Es kommt, also es kam zum Glück noch keine Langeweile auf. Ich habe mich mit der Show hier gut beschäftigt und abgelenkt, aber so langsam dürfte es wieder losgehen, so wie bei dir auch, oder? Ja, ich habe ja einen Tourkoller. Also ist mein letzter Auftritt, glaube ich, am 14. März. Ja. Und das war so, wie wenn du mit dem Ferrari fährst und plötzlich um die Kurve fährst und da ist eine Mauer. Also es war praktisch von jetzt auf gleich. Also mein erster Auftritt war, wie du gerade gesagt hast, vorgestern. Ja. Live im Fernsehen, auch ohne Zuschauer. Normalerweise sitzen da 2.000 bis 2.500 Zuschauer. Und das ist schon spooky, wenn du dann nur in die Kamera sprichst und unten sitzen noch 3, 4 Leute mit Mundschutz. Ja, das ist halt nicht so ein Ding. Also mir fehlt das Touren. Mir fehlt auf Tour gehen, in meine Shows, meine Abendshow. Ich habe 2 Stunden am Stück spielen. Das wäre ein Traum, wenn das mal wieder wäre. Ja, und vor allem fehlte ja auch bei so einem Auftritt ohne Publikum eben auch die direkten Reaktionen, ne? Ja, auf Lacher und Applaus. Ich meine, das ist nicht böse gemeint. Die Schlagersänger, die da waren, die singen ja meistens, ist halt nicht live, sagen wir mal so rum. Und bei mir ist es live und ich brauche wirklich, wenn da keiner lacht, du hast ein ganz anderes Timing. Du hast plötzlich, du weißt ja ganz genau, an der Stelle lachen die Leute immer. Da erzählst du was und es kommt kein Lacher, da kommst du ganz aus dem Rhythmus. Da musst du wirklich vorher dir öfters mal den Text durchgehen, dass er nicht aus der Ruhe lassen. Mach trotzdem eine Pause, wie wenn ein Gag wäre. Aber das schaffst du nicht ganz. Also es ist einfach nicht, es fehlt halt. Live ist halt live, wie es halt heißt. Live ist live. Aber wann denkst du, geht es bei dir wieder weiter mit der Tour? Das weiß ich nicht. Jeder hofft ja auf irgendwelche, Hiobsbotschaften kriegen wir ständig. Nee, irgendwelche Märchen, die irgendwie erzählt oder irgendwas passiert, dass man irgendwie, in 2 Wochen, 4 Wochen heißt dann immer. Aber jetzt mal ganz im Ernst, jetzt wollen sie es machen mit 9 Quadratmeter, einen Zuschauer. Ich weiß nicht, ob du es im Internet gesehen hast, da haben sie ja. Theater haben sie so gestellt, wie wenn jetzt da so, das sieht ganz schlimm aus. Dann sitzen die in so einem großen Saal, dann weiß ich nicht, 100 Leute anstatt 1.000, wie das aussieht. Das ist ja ein Riesenfeld und alle weit weg und jeder mit Mundschutz. Wie soll denn das funktionieren? Das ist irgendwie, wir machen jetzt Autokino, das mache ich jetzt hier in Koblenz. Ja, wollte ich dich gerade danach fragen. Ja, Autokino, bist du auch dabei? Hier bin ich jetzt dabei und eins in Süddeutschland und ja, das ist halt auch... Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe jetzt Freunde von mir, die machen das im Ruhrpott jetzt schon zum dritten Mal. Die Leute kommen dahin, die freuen sich, dass irgendwas stattfindet. Also die lächzen ja auch. Ich hoffe, dass es noch so bleibt, wenn das wieder richtig aufgemacht wird, dass die Leute, die haben Defizit, die wollen ja mit anderen Leuten was erleben. Es ist ja einfach, ob man ins Theater geht oder Musikveranstaltungen, Brings kommen dann auch, die haben das schon ein paar Mal gemacht. Und es wird halt anders sein. Die Leute, wenn die lachen, machen die halt die Lichthupe oder der Beifahrer, dass er was zu tun hat, macht die Warnblinkanlage an. Und das ist dann wie Lachen. Und wenn sie dann Tränen lachen, dann machen sie die Scheibenwischeranlage an oder so. Also ich meine, es könnte sehr, sehr lustig sein. Also ein paar Freunde haben gesagt, es wäre komisch, aber auch lustig, weil die Leute da drin in den Autos, die feiern dich ja ab. Die freuen sich, oh, der macht ja was. Auch unter schwierigen Verhältnissen, aber er macht was. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen, dass muss
die einzigste Möglichkeit, gerade aufzutreten. Ja, ich denke auch, ich bin auch ganz überrascht oder auch begeistert über die Idee des Autokinos, vor allem auch über das Revival des Autokinos. Jeder dachte, das wäre eigentlich ausgestorben und jetzt geht es auf einmal los. Ich war noch nie in meinem Leben im Autokino. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich gar nicht. Das erste Mal ist dann, wenn ich auf der Bühne stehe und guck, mache noch Comedy, anstatt ich auf einen Film gucke. Ich wollte immer, früher war es ja so, früher haben sich natürlich die Paare da ins Autokino geschlichen und haben den Film, glaube ich, gar nicht gesehen, sondern haben sich anderweitig beschäftigt, aneinander. Ja, es war halt zum Knutschen und zum was weiß ich was machen. Aber Autokino, ich habe auch gedacht, das gibt es doch gar nicht mehr. Aber jetzt ist das wohl, kommt ja alles wieder. Retro ist ja immer angesagt, ob es Klamotten sind, Musik oder Filme. Retro ist wohl immer angesagt. Es ist immer so ein Kreislauf. Es läuft sich immer und jetzt sind wir gerade in den 50s wieder. Aber retromäßig, deine Frisur ist immer noch die gleiche wie von vor 20 Jahren. Kann das sein? Yeah! Ja, die habe ich mir bewahrt. Wie du auch im Hintergrund sehen kannst. Warte, ich drehe mal um. Ja. Ich drehe mal um. Ich habe ja mein, ich habe ja hier, das ist mein Büro. Das sind alle Plakate oder fast alle Plakate, wo ich mal aufgetreten bin, was Super. Wichtig war. In meinen letzten, ich bin ja 39 Jahre schon unterwegs. Nächstes Jahr hätte ich ja 40-jähriges Bühnenjubiläum. Hoi. Comedy und allem. Und das will ich auch, das feiere ich aber ganz groß eigentlich immer mit 50 Comedians, kommt da immer an 3 Tagen, auch Bastian Pasewka und Hohecker und die kenne ich ja alle. Die kommen dann, jeder spielt so 5 bis 8 Minuten und wir trinken eigentlich nur. das ist mein Blick vom, praktisch da unten ist mein Monitor, mein Computer und hier, das sind all meine ganzen alten Punk-Plakate, weil ich war ja in meiner Jugend Punk. Ja, das habe ich gelesen. Wie kam es denn dazu? Ja, wie die Jungfrau zum Kind halt. Ich bin halt irgendwann mal in Isny im Allgäu, da war so ein Jugendzentrum, da ist man hin. Und dann war ich 15, das war 1977. Und da hat in England, dann waren schon ein paar Jahre jünger, der Punk. Und das war irgendwie meine Musik mit Sex Pistols, The Clash und so. Und da bin ich angefixt worden. Dann waren wir so Dorfpunks, so in der Kleinstadt. Ja, und dann haben wir das abgefeiert und sind dann so auf Konzerte gefahren nach Stuttgart. Und da habe ich dann eine Frau kennengelernt, die war damals auf der Bühne schon mit professionellen, mit Pantomime-Ausbildung. Da gab es ja noch gar keinen, den Begriff Comedy und Stand-Up-Comedy gab es ja damals noch überhaupt nicht. Es war ja dann so Clowns- und Fools-Theater mit Django Edwards und so Sachen. Und die Frau habe ich kennengelernt am Punkkonzert und war dann mit der zusammen, bin dann nach Stuttgart gezogen mit 18. Und hab der dann versprochen, eine Nummer zum Geburtstag auf der Bühne zu machen und bin dann so über das Punk-Konzert oder das Treffen auf die Bühne gelandet. Also, dass ich Comedian geworden bin, ist praktisch dem Punk geschuldet. Und da hat man noch so eine Hausbesetzer-Band, wir waren im Hausbesetzer, die fliehenden Ägypter. Mhm. 4 Jungs halt und hat gesagt, komm, wir gründen auch eine Band und wir haben so halbpolitische Texte gemacht da mit irgendwie RAF-Zeugs und ach, das war total, es war mehr Fun als Revoluzzer, das war, die Punks waren da halt mittendrin und ich auch, ganz jung und wir brauchten das Geld sozusagen, nee, da haben wir aber so Konzerte gegeben, also 10 Stück, es war unsere Abschiedstournee, wir haben direkt schon eine Abschiedstournee gemacht mit 10 Konzerten ungefähr. Und und das hat hängen geblieben. Also die Musik höre ich heute noch gerne. Und darüber habe ich jetzt gedacht, komm, schreib's in mein Buch, weil auch ein lieber Kollege von mir, Hennis Bender, und noch ein paar haben gesagt, du hast so geile Geschichten. Ich war ja auch noch Stagehand. Jahrelang Stagehand bei Rockkonzerten aufgebaut, bei AC/DC, bei Queen, bei Pete Townsend in Cannes auf dem Festival und bei Monsters of Rock und überall war ich. Eurythmics habe ich gemacht, Otto Walkes habe ich noch gemacht, aufgebaut, obwohl ich noch gar nicht, bevor ich auf der Bühne war, 81, da war er echt noch jung, wie wir alle. Ja. Und da habe ich auch ganz viele Sachen Backstage erlebt, also weil die ja doch manchmal nicht nur Bier getrunken haben. Sondern, jetzt wollen wir natürlich hier was wissen, ne? Früchte gegessen, die haben sich ja gut ernährt, die Musiker. Nee, und solche Geschichten, das ist so am Rande, ich darf ja nicht alles erwähnen, weil sonst werde ich ja gleich verhaftet. Ja. Aber wie ich auch zur Musik kam, über meinen Bruder, über die Beatles-Platten, meine Schwester ist damals nach Hamburg getrennt, um die Beatles zu sehen. Die hat die Anfang der 60er im Star Club in Hamburg gesehen. Das war echt der Hammer. Und die hat dann die Singles mit nach Hause gebracht. Und so bin ich über die Musik praktisch zum Comedy gekommen. Und das wird alles verpackt über Konzertberichte in so einem Buch. Und da habe ich ein Crowdfunding
gestartet bei Startnext. Da kann man mich unterstützen, dass ich das Buch überhaupt schreiben kann. Also es ist praktisch jetzt so ein Projekt, gibt ein paar Euro mehr, drei, vier, fünf Euro mehr und kann das Buch bestellen und die Live-CD von unserer Punkband, wenn man will, oder mich nur unterstützen oder mein anderes Buch. Hier, ich habe ja früher schon mal ein Buch geschrieben, kann man gleich nochmal. Ja, dass es überhaupt das Projekt zustande kommt, weil ich muss es ja irgendwie finanzieren und ich habe gerade keine Auftritte und ich kann jetzt nicht Tausende von Euro in die Hand nehmen, um ein Buch zu machen, wenn ich nicht weiß, ob das einer kaufen will. So klicken die Leute es an, die wollen das Buch haben. Und dann wird es jetzt geschrieben, parallel in ein paar Monaten. Und wenn das Crowdfunding aus ist, einen Monat später, kriegen die Leute das alles nach Hause geschickt. Und das ist eine schöne Sache. Ich bin beschäftigt, weil ich brauche Output als Comedian. Ja, ja. Es muss ja raus, es muss ja einfach raus. Und das wollte ich immer schreiben und jetzt habe ich viel Zeit zum Schreiben. Also warum nicht jetzt? Ja eben, perfekter Zeitpunkt. Und wie viel Kohle hast du schon und wie viel fehlt dir jetzt noch? Also es gibt immer zwei Ziele in dem Crowdfunding. Es ist so ein Grundziel, dass man es überhaupt bewerkstelligen kann. Und es gibt ein ganz großes Ziel, dann könnte man das Buch natürlich noch aufwendiger machen, mit vierfarbig, mit ganz, ganz vielen Punkfotos, mit den ganzen Leuten oder also noch schöner gestalten. Man braucht ungefähr, habe ich Pi mal Daumen ausgerechnet, wenn ich selber dann in Druck gebe bei Books on Demand, kann man das ja selber machen. Wir machen viele Kollegen, so Markus Barth kennst du bestimmt auch. Klar. Der Comedian aus Köln, der hat auch sein letztes Buch über 20.000 Reiseleiter da auch selber aufgelegt. Und ich brauche 5.000 Euro, tippe ich mal. Und jetzt innerhalb von 10 Tagen bin ich jetzt schon bei 2.000 Euro. Sensationell. Viele Leute, war ich auch überrascht. Viele Leute was gespendet, ohne was, haben gesagt, das unterstützt man so, als das ist ein super Projekt. Die anderen kaufen das Bundle mit dem und dem und es gibt so verschiedene Sachen. Also für jeden was dabei und ja, cool. Wenn das zustande kommt, dann kann ich das Buch machen und das ist ja super. Dann kriegen alle was. Also es ist ja nicht, ich bettel ja nicht um Geld, sondern es ist ja ein Gegenwert da. Ja. Um das ging es mir immer. Weil nur so betteln, ich habe keinen Auftritt, ich will Geld. Also finde ich, das kann man nicht machen. Absolut. Also wenn ich da jetzt unterstütze. Kleine Win-Win-Situation dabei sein. Ja, es ist eine absolute Win-Win-Situation. Und wer dich dabei auch unterstützen möchte und Interesse auch an dem Buch hat, wir blenden das jetzt hier ein und dann könnt ihr euch da hinwenden, wenn ihr da euch crowdfunding-mäßig bei Roberto unterstützen möchtet. Sehr nett, dankeschön. Roberto, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, dass du Zeit hattest heute. Ja, ich hoffe, wenn einer Zeit hat, dann ein Comedian gerade. Das stimmt, das stimmt. Und dann hoffen wir, dass wir alle bald wieder auf die Bühne raus können. Genau. Ich hab auch noch einen Comedian, man muss ja Maske tragen, wenn man draußen ist. Und ich habe auch eine. Guck mal hier. Jetzt kommt die. Ja, gehst du so bei dir in den Supermarkt? Nee, habe ich nicht gemacht, aber ich soll es mal machen, weil dann siehst du so klar unter den anderen Masken, wie die Leute grinsen. Ich mach das mal, das ist eine geile Idee. Mach das mal und lass die Kamera dabei laufen. Ich glaube, das wird sehr lustig. Ich versuche es. Roberto, vielen Dank und eine schöne Woche dir. Danke dir. Danke dir und euch. Bleib gesund und wir sehen uns irgendwann wieder, hoffe ich. Das hoffe ich ganz sicher. Also vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Tschüss. Grazie mille, ciao.